Züge sind hier wirklich gut ausgelastet. 41. Das Autosave. Könnten wir noch ein, zwei andere Züge auf den Weg schicken, oder? Wir haben eine neue Lok. Wir müssen, oder wir könnten eine neue Stadt anbinden. Wie wäre es mit... Hast du mal gesagt, das wird unser Hauptbahnhof hier, gell? Ja, wie wäre es denn hier hinten mit... Ja, ich glaube, wir machen jetzt mal das Dörfchen hier. Oder? Oder ist das da hinten? Ich glaube, wir machen erst das hier. So, Wohnhäuser. Dort. Die sind aber ziemlich am Hang. Okay, das ist ein bisschen dumm. Ich glaube, wir fangen dann doch lieber hier hinten an. Oh, da müssen wir den Bulldozer einsetzen. Hier brauchen wir einen Passagierbahnhof. Kopfbahnhof, zweigleisig, achtgleisig. Wie sieht der aus? Okay, krass. Ey, warum baust du da wieder eine Straße hin? Direkt daneben können wir einen Güterbahnhof hinsetzen. Was? Was ist das? Ah, okay. Ich dachte gerade, hey, was habe ich da gelesen? Bin ich blöd oder so? So, hier. Und dann hier weiter. Dann führen wir das hier so rein. Geht das nicht? Hallo? Okay. Machen wir mal so. Jetzt muss ich da noch die Zahlen erkennen. 60, 70. So. Nehmen wir mal auch eine 80er rein. Ja, oder so. Ja.
So, ja. Geht das? Yeah, geil. Endlich gibt's diese Weiche. Dankeschön. Danke, danke. Wirklich großen Dank. Wir brauchen aber hier jeweils noch eine X-Weiche. Hier genauso. Kannst du mir verraten, was für eine Steigung? Hä? Alter. Okay, die Steigung ist zu groß, ja. Also, warum leckt es so in diesem Baumenü? Warum? Ist es so schwer, dass, oder warum muss da das Spiel so viel rendern, oder? Hä? Ich verstehe das nicht ganz, warum es in einem Ladebildschirm leckt. Oder im Baumenü, besser gesagt. Ist ja kein Ladebildschirm, ist ein Baumenü. Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden, aus welchem Grund es wegen so einer kleinen Schiene so hart lecken muss. Zwei Millionen für vier Bahnübergänge? 2 Millionen? Alles klar. Ich kann, man kann dieses Spiel, du kannst dieses Spiel nicht mehr steuern, wenn du irgendwas am Bauen bist. Also ich hoffe wirklich, das ist noch ein Beta-Bug, ja, hoffe ich wirklich. Das hier kann man eigentlich rausnehmen. Wie viel wird es dann noch kosten? Ja, müssen wir wieder ein paar Darlehen aufnehmen. So. Jetzt sag mir bitte, man kann das Parallelgleis ziehen, danke. Okay, also wenn das wirklich so ist, ja, ich will euch ja nicht das Spiel schlecht reden, aber für mich ist es wirklich ein Grund, nochmal drüber nachzudenken, das Spiel zu kaufen, ja. Denn ich hab um Weiten die Systemvoraussetzungen, ich hab die deutlich überschritten, ja. Also es ist hundertprozentig nicht mein PC. Weil die habe ich wirklich um Längen überschritten. Zudem sind noch keine Mods aktiv. Wie schlimm wird das bitte, wenn da Mods noch dabei sind? Eine 100er Kurve bitte.
Okay, was ist, soll das eine Weiche sein oder was ist das? Zudem, es ist, ja, muss ich ja sagen, es ist ja die Version für die Presse, ja. Und das stellt sich für mich die Frage, also ich denke mal sicherlich, dass die Presse ja die Spiele testen werden und es ganz sicherlich Tests für 4K geben wird. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Was ist jetzt? Doppeltes Segment? Oh. Aber man sieht schon, was man alles Cooles machen kann. Ja. Bauen wir noch schnell die Signale auf. Und dann... Achso, es geht ja hier nicht, warum auch immer. Muss ich hier eins aufbauen. Ich hoffe, das ist auch noch ein Bug. Ah ja, hier geht's. Jetzt geht's hier auch, oder was? Okay, man muss von einer bestimmten Richtung schauen. Ist auch cool. Na, einmal da, einmal da, einmal da. Ja gut, eigentlich bräuchte man hier keins, aber ich mach mal trotzdem eins hin. Dann könnten wir... Wir müssen hier auf jeden Fall noch ein... Dings reinbauen. Eine X-Weiche. Oh, jetzt kommt wieder Steigung zu groß. Oh, nee. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hallo, hör bitte auf zu lecken. Danke. Bitte, bitte. Oh! Okay, ich hoffe, das ist auch noch ein Bug, weil das gab es in Train Fever oft. Ja, sag mal oft. Aber wenn ich immer so mit dem Hintergrundgedanken spiele, dass das die Presseversion ist, oder sozusagen die Presse-Beta-Testing-Version. Jo. Dann hoffe ich wirklich noch, dass es ein Testing ist, ja. Und ich hoffe auch wirklich noch, dass es eine Beta ist. So, die zwei Linien erstellen wir noch schnell. Und dann wäre für mich die erste Aufnahmesession erstmal vorbei. Okay, ich kann hier kein Signal beziehen. Alles klar. Also Linie 1 geht von hier. Über das. Nach hier. Nein, bitte nach hier. Und die andere von hier. Nach hier. Ich wollte gerade schon sagen, bitte schmier mir nicht ab. So, das klappt ja wunderbar. Perfekt. Dann bedanke ich mich hier erstmal fürs Zuschauen. Für mich ist es die erste Aufnahmesession. Bis auf die Ruckler. Ja, ich werde es gleich mal auf meinem zweiten Bildschirm spielen. Aber ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.
ja, eigentlich tschüss, bis gleich.